Strange Brigade on their way to Devil Knows Where at the start of yet another thrilling yarn of death-defying Deading Do. Egypt again, eh? No rest for the wicked. Evil never rests, so nor can we. Just as long as it goes better than that mess at Patagonia. Patagonia, eh? How intriguing. I wonder what... Hush, Alia. Here's your ladyship. Thank you, Gracie. Yes. Egypt again, Professor De Quincey. And this is why. Egypt, land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Brownridge, some of you probably owe your lives to the valuable undercover work she does for the department. Veronica, an invaluable contributor to the brigade's efforts. My last assignment was to join the dig expedition of Sir Edgar Harbin, a wealthy amateur Egyptologist searching for the legendary tomb of Setteki. Setteki? That black-hearted fiend? Yes. The infamous witch queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownridge's task was to ensure it remains so, but her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since, and must now fear the worst. Oh dear, oh dear. Prepare yourselves, Brigade. Secure the dig site and find the tomb. If Harbin has indeed opened it and freed the thing imprisoned inside, then who knows what horrors you will soon be facing. A plucky Brigade agent missing! And some damn fool possibly setting free an ancient evil! Time to call on the services of the Strange Brigade! Ho-ho! What thrilling tales and awe-inspiring adventures await our heroes today! Tally-ho, Brigade! There's work here to be done! It's a grand day for it and no mistake. Now'd like a chance to stretch your legs and kill some wrong'uns. Und somit willkommen, Freunde, zu Strange Brigade, ein Game, was wirklich Suchtpotenzial hat. Is this the end? Ah, success! Well played! Wenn man damit einmal anfängt, will man gar nicht aufhören. Das ist echt so. Das macht so einen Spaß, kann man sich gar nicht vorstellen. Irgendwie mal wieder eine andere Art von Shooter. Ah, die Brücke ist auf jeden Fall hin. This awkward obstacle will have to be overcome some other way. Okay, Pfeil ist auch da. Ist sehr nice. Danke für die Wegbeschreibung. Also wir müssen hier lang. Geile Landschaft, oder? Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwelche miesen Zombies rumlaufen. Let's see what this little blighter is hiding. Oh, eingesammelt. Können wir auch 6 Stück von einsammeln, wenn wir die finden. Okay. Die, auf das Fass schießen wir mal nicht. Oder auf die Vase, weil der brennt nämlich. The ancient nemesis of all adventurers. How will our heroes ever hope to bypass such a thing? Huzzah! Onwards, Strange Brigade. There's adventure to be had. Oh my! What's this? Oh Gott, die ersten Zombies kommen. Eieiei. Das kann ja was werden. Good Lord! Nefarious necromancy! Ja. Terrific hocus pocus. Weil er zu faul war, sich an der Wand festzuhalten, hat er eben dem Spinnennetz gehangen. Leichenschrecken, er steht extra auf. Ja, extra für mich. Look lively, Gracie Lass. You're about to meet your first ancient Egyptians. Oh, danke schön. Danke für deine Zeit. Danke. Danke. Oh. Aufpassen. Ist denn noch einer? Nee, das war's. Ach doch, einer noch. Aber es ist bei einer Schrotflinte nicht verkehrt, wenn die so nah wie möglich dran sind, die Gegner. Ah, unser Energietrank. Sehr gut.
Hier gibt's noch ein bisschen Money, 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 Money. Wieder einer, der es wissen will. Ja, man sieht den Effekt der Schrotflinte nah dran. Zack, rüber ab. Treasure, delightful. Sehr gut. I wonder what this is all. What's this? Treasure trapped behind iron bars? Surely our heroes can liberate it if they look for another way in. Genau, von der anderen Seite müssen wir rein. Sollte kein Problem sein. Dafür müssen wir erstmal das Schloss aktivieren. Jawohl. An abandoned camp? The plot thickens. Aber das ist super. Wir haben das Schloss aktiviert und können jetzt uns um den Schlüssel kümmern, den wir brauchen. So, müssen wir mal hier. Zack. Oh, well spotted. Zack. Yes, looks like you're on the zack, damit das Tor aufgeht. Ah, jetzt kommen die Skorpione. Oh. Lalalalalala. Finsterer Stecher heißt er. Ach Gottes Willen. Ja, ja. Komm her. Finsterer Stecher. Aber wichtig ist, dass wir die Stachel treffen. They don't know where you went there. Shit. Blades of glory. I can think of a few good uses for these razor sharp rotaries. Oh, jetzt muss er ein bisschen springen hier. Also jetzt mal ein bisschen Strategie. Ja, nicht einfach wild rumlaufen, sondern nach und nach. Zack. 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 Granate. Ja. Gucken, dass wir auch wirklich alle erwischen. Noch ein Skorpion. Oh. Also ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, wir gehen mal in die Richtung hier. Genau, das war die richtige Entscheidung. So, Stachel ist weg. Jetzt können wir nochmal Energie aufladen. Ja, das hat natürlich der nächste erste Zombie gleich ausgenutzt, dass wir unseren Trank zu uns genommen haben. Fully charged and good to go. So, hier ist eine Waffenbank. Wir können aber noch nichts einsammeln, das bringt noch nichts. Hier können wir unseren nächsten Trank, Gesundheitstrank, aufsammeln. Sehr gut. Hier können wir Munition aufladen. Und öfter mal Rucksäcke und Koffer, die irgendwie in der Gegend rumliegen. So. Genau. So, das ist das erste Rätsel sozusagen, was aber ziemlich einfach ist. Da oben sieht man die Symbole, in welche Reihenfolge man schießen muss. Zack. 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 Nochmal. Und wieder auf den Stier müsste die Tür aufgehen. Ah, wir haben auf jeden Fall noch genug Schuss. Aber manchmal muss man auch einfach nur entspannt in der Ecke stehen. Aber wie gesagt, wenn man nah genug dran ist und die nicht gerade springen oder so, dann geht das sogar. Kann man die auch mal locker besiegen. Hier krabbelt noch einer rum. So, nochmal platt gemacht. Es lebe die F-Taste. Ah, die liegen immer alle auf so einem riesen Geldhaufen hier.
So. Find, to be sure. Das ist die Stelle, wo wir vorhin vor dem Tor standen und dann hieß es, es muss von der anderen Seite, muss man reingehen können. An ancient antiquity. A new addition for the brigade private collection, methinks. Sehr gut. Jetzt müssten wir theoretisch, haben wir den Schlüssel schon? Nee, aber ich weiß ja, wo er ist. Das heißt, wir wurden ein bisschen zurückgedrängt. Hier können wir noch ein bisschen was looten. Ich liebe diese Boxen, dankeschön. Wir sind jetzt nämlich nach oben. Jawohl, richtige Richtung. Ah, die schönen Aras. Schön. That log looks jolly useful. Grenade away. Man sieht auch, manche haben Patronengürtel um. Die sie uns dann überlassen, wenn sie sterben. Ah, Gott, mach doch keinen Scheiß hier. Yes. Right in the mug. Hier aufpassen. Wenn zwei vor dir sind und einer hinter dir, dann wird es schon ein bisschen kriminell. So, wir haben aber alles geschafft. Na, irgendwo sind noch welche aufgestanden, auch da. So. Jawohl. Ja, das war ein gutes Ergebnis, aber viele mitgenommen. Super. So, das ist der Koffer, den ich meine, wo man nochmal looten kann. Was man hier nicht erwarten kann, ist in der Tat Medikit oder so. Man kriegt nur diese Flaschen. A key. I wonder what secrets this crafty little devil will unlock. So, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden. Ich glaube, wir können sogar nochmal looten. Ah ne, jetzt ist voll die Munition. Habe ich aber sehr sparsam gearbeitet. Normalerweise brauche ich nochmal zwei von. Diese Lampen, die wir hier sehen, die können wir übrigens anschießen und dann entstehen, lösen irgendwelche Fallen aus, die die Zombies dann auch nochmal platt machen. Okay. Ich habe gedacht, okay, vielleicht sehen wir ja irgendeine Katze oder irgendein Sammlerobjekt, was wir abschießen können, aber jetzt keine Chance gehabt. So ist das immer am besten. Immer nachladen. Hätte mal gebraucht. Ah, okay. Kommt noch einer. Na, er hat sie nach außen verkrümelt. Sehr gut. Jetzt geht's da auch lang. Okay, die Zombies nehmen wir nochmal mit. Wo wir es vielleicht gar nicht bräuchten. The ho, bully for you, strange brigade. Ah, bleib mal schön weg. Ja, man sieht auch, die kommen in meine Richtung. So. Gucken mal oben. Ah, ich glaube, wir laden mal die Energie auf. Not as good as a stiff Earl Grey, but never mind. Kann ja nicht schaden.
Da lief noch einer ein bisschen planlos um die Ecke. Durch die Gegend. Oh Gott, was rede ich denn hier? Mein Sprachzentrum funktioniert schon wieder gar nicht. Dankeschön. Danke für deine Zeit. Danke fürs Kommen. Schön, dass du da warst. Whatever's happened here, no one managed to escape on one of those. Okay, hier stehen die Boote und Schiffe rum, aber hier können wir nichts machen. Außer Zombies klatschen. Truly a terrific accomplishment for the ages. Hey. Mal gucken, manchmal kriechen die auf dem Boden noch rum. Wir sind ja faire Sportsmänner, wir befreien den nochmal, wo er da im Käfig ganz alleine vor sich rumdarbt. Tantalizing treasure, perks of the job. Jawohl. Super. Das heißt, wir haben wieder eine Erweiterung, um eventuell unsere Waffe zu verbessern. Dann wir gehen jetzt mal hier lang. Ja, darf nicht zu leichtsinnig sein. Das war mein Problem. Ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Nachgeladen hat sie. Caged dead chaps. That's something you won't see at Regent's Park Zoo. Jawohl. Oh, da hab ich Glück gehabt. Ich glaube, der wollte gerade losspringen. Ah, Energietrank. Sehr gut. Don't mind if I do. Yes, arm yourself with this beauty, Brigade. Ah, sehr schön. A ricochet rifle, a bonanza of bouncing bullets. Genau, das sind so Zusatzwaffen, die können wir mal benutzen. Für eine gewisse Zeit. Hier gibt's noch Kohle. Sehr gut. So, dann geht's wieder runter. Granate im Anschlag. Gucken, ob wir irgendwem erwischen. Bis jetzt kommt keiner. Okay, dann können wir sie auch so wegschmeißen. Ich sagen, dann öffnen wir mal das Tor. Jawohl. Way ahead open. Onwards, Brigade. There's murderous mysteries and sinister secrets to be uncovered here. Untersuche den Außenposten. Das machen wir doch gerne. Oha. Jetzt kommen die Speerwerfer. Crikey. Who the heftig, devil's heftig. Throwing spears about? Oh no! Armored attackers! Watch out, Strange Brigade! Tempelwache, speerwerfende Scharfschützen wollen dich töten. Mahura. By Jove! Da hab ich ja eine Lust drauf. Certainly doesn't want our heroes reaching that dig site. So. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Ich weiß ja gar nicht, ob die Skorpione hier eigentlich auch immer hochklettern. Doch, die klettern ja auch hoch. Oh, aufpassen.
Alter Schwede, der ist aber einer frech. Well, that packed quite the punch. Okay, die Waffe können wir nur neu kaufen. Sehr gut. Das heißt, wir können Waffen immer in Kisten kaufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier weiter. Hoho! What could those triggers mean? Lovely loot or some devious death trap? Ja, das ist eine gute Frage. It takes more than a terrifying tunnel to frighten the Strange Brigade. Oh, aufpassen hier. Mann, 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 da brauchen wir schon gute Reflexe. Granate, aufpassen. Jetzt müssen wir ein bisschen ausweichen, das hat sonst keinen Sinn. Jetzt sind wir gleich platt. Wir nehmen jetzt auch mal die Energie. Ja, auf jeden Fall. Oh Mann ey, was ist denn hier los? Mensch, verpiss dich. Es gibt auch Headshots, kann man auch verpassen, aber funktioniert nicht immer. Jetzt weit weg, glaube ich. Na, nicht schlecht. Muss man den Zombies lassen. Die setzt mich ja ganz schön unter Druck. Ich habe auch mal einen Zombie, der hatte eine Flasche dabei, die er gedroppt hat. Aber ist dann immer mehr Zufall. Ja, gut. So, mach dich weg. Super. Das sieht hier auch aus, ne? Wie eine Tür, die man wegspringen könnte, oder? Granate kommt in 4 Sekunden. Warten wir mal kurz ab. Vielleicht ist dahinter ein Secret. Bombs away. Ja, sehr gut. Truhe ist dahinter. All for us, eh? Na, super. Hätte vielleicht auch sein können, dass wir die einfach so wegschießen können, aber uns nicht täuschen lassen. So. Can our heroes pit their wits against this pernicious puzzle? Genau, jetzt bräuchte ich theoretisch Zeichen, dass ich weiß, welche ich anschießen muss. Nur mal 1, 2. Nee, war nicht richtig. Achso. Kommt natürlich noch ein Zombie um die Ecke. Sie hat sich ja gar nicht angekündigt. Tauchen da jetzt noch mehr auf. Okay, lock, die Tür ist zu. Da können wir nichts mehr machen, wenn wir die in der falschen Reihenfolge anschießen. Oh, was ist das denn? Okay. Schade, dass ich hier keine Munition finde momentan. Ich glaube, das kommt gleich noch.
8 Schuss haben wir, ja. Nicht gerade viel. Okay, da hinten geht's auch hoch. Da sind die ganzen Speerwerfer. Das kann ja was werden. Ah! Yes, weaponry, wonderful. Wieder eine geile Waffe. Krakatoa, quite the hot shot here. Ja, war ich. Im Grunde genommen war das eine Verschwendung, aber egal. So, auf jeden Fall haben wir uns gut ausgeweitet, weil hier war ich nämlich auch noch nie. Bin zum ersten Mal lang gelaufen. Heißt, es gibt noch Möglichkeiten, auch mal einfach auszuweichen, einfach abzuhauen. Ah, sehr gut. Ich den Kristall aktiviere, dann müsste da oben dieses rote Symbol irgendwie aktiviert werden. Ja. By the River Nile. What paranormal padlock have our heroes managed to stumble upon here? This is quite the sinister development. So, und jetzt kommen die Typen, die aufstehen und eine Uniform haben. Hurra. And what's this? Yet more undead corpses rising to the occasion and the blighters are wearing armor. How jolly unsporting of them. Grausige Rüstungsleiche. Ja. Komm her, du grausige Rüstungsleiche. Ja, da sieht man mal, wie geil das ist, so eine Spezialwaffe sich zu kaufen. Über die Kisten. Sogar die Skorpione sind da schnell weg. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier bloß nicht drauf gehen. Ja, Skorpion möchte ich damit wenigstens nochmal erwischen. Nur ein Schuss, nee, zwei Schuss haben wir noch. Hier ist die Waffe leer. Grenade. Nice, wie sie das immer so sagt. Och geil, kommen hier so angeschlichen wie die kleinen Krieger. Oh, da kommt da einer mit der Flasche. Der droppt die Flasche. Wie geil ist das denn? So, weil er die Flasche droppt, kriegt er von mir eine Granate. Ja. Top hole! You're quite the marksman. Wichtig ist, dass wir ruhig bleiben. Zack. Ja. Ausweichen. Super, jetzt hoffe ich ja, dass der Typ, der die Flasche gedroppt hat, auch dabei ist. Sehr gut. Piece of unearthly evil destroyed. Ach, hier ist die Flasche. The splendid efforts of the Strange Brigade. Die nehmen wir auch gleich mal. See you back in the fight. Wie sagt man mal so schön, haben ist besser als brauchen. Okay, hier geht's nicht weiter. Hier gibt's erstmal Munition.
Hier gibt's noch Kohle. Okay, ich vermute mal. Ist nur eine Vermutung. Hier laden wir auch nochmal auf. Dass wir irgendwelche blauen Kristalle wieder an der Wand abschießen müssen, damit sich irgendein Tor öffnet. Deswegen rennen wir jetzt mal hier lang. Munition ist voll, das ist gut. Incoming enemies and a trap-laden archway. Think fast, Brigade! Okay, super. Ah, Geld schmeckt am Ende des Tages immer am besten. Sehr gut. Ja. Vernichten 7 Feinde aufgespießt, ne? Das ist doch mal nice. Das denkt sich der Skorpion auch gerade. Schade, die Falle hätte ich mal vorher aktivieren sollen. Hätte ich ein bisschen Munition gespart. Okay, Vorteil ist aber jetzt, dass wir hier nochmal Munition sammeln können. Wo war das denn hier? Genau. Ammo? Yes, please. Jawohl. Munition ist voll. Das ist schon mal ein sehr geiler Luxuszustand. Glück gehabt. Ammo, yes, please. Jawohl. Jetzt kommt noch mehr, dann machen wir das, nutzen wir das nochmal aus. Ja, den habe ich gar nicht gesehen, den Schlingel. Oh, war nice, hat den Skorpion auch gleich zerlegt. Okay, wir haben ja auch noch eine andere Waffe hier übrigens. Die ist auch schön, die Falle. Okay, die war dann irgendwann nicht mehr aktiv. Our heroes arrive at the dig site. But yet, there's still no sign of their quarry. So, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir unsere Waffe verbessern können. Muss nur entdeckt werden. Schade. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ah, macht nichts. Okay, die Tür muss geöffnet werden. Bestimmt, oder?
Kommen wir da so rein? Nee. So, jetzt sehe ich, da hinten ist wieder so ein blauer Kristall. Das heißt, wir müssen die blauen aktivieren, deaktivieren. Ab und zu kommt hier mal so ein komisches Piepen. Was ist denn dieses Piepen eigentlich? Ammo, yes please. So, da habe ich auch wieder keine Ahnung. It'll take more than this to stop the strange brigade. In welche Richtung ich schießen muss. Aber wir machen mal Folgendes. Gucken hier nochmal. Hier oben waren auch Zeichen, ne? Ne, es sind keine Zeichen abgebildet. Schade. Tja, dann würde ich sagen, erstmal hier runter. Granaten haben wir ja so viele von. Das ist kein Problem, wenn wir die mal ein bisschen verschwenden. Okay, hier scheint es nicht zu geben. Hier können wir mal lang. Das sieht doch interessant aus. Oh. Schreck doch. Die Granate fallen lassen. So, den Trank heben wir uns aber noch auf. Würde ich sagen. Nee, ist noch nicht aktiv. Ah, alles klar. Ich muss bestimmt erst das Schloss aktivieren. Wenn wir das Schloss aktiviert haben, dann werden auch die Lampen leuchten, die wir dann öffnen müssen. Vermute ich mal. Oder? Genau. Jawohl. Genau so ist das. Das ist unser Schloss. Let's get looking, Brigade. Da haben wir jetzt hier die ersten. Popping up. Jawohl. Someone clearly doesn't want our heroes getting inside this tomb. A fully automatic Audley, astounding. Ja, dieser blöde Skorpion, dafür kriegt er es gleich mit der neuen Waffe. Sehr gut. Die Waffe ist wirklich nice. Ja. Kann man so eine Munition auffüllen. Wobei die Spezialwaffen, da kannst du nichts machen, sondern die musst du mal wieder neu kaufen. Aber es macht nichts. Oh, hier ist jetzt der nächste blaue. Yes, huzzah! Well spotted. Ich weiß nicht, ob das schon reicht, dass die Tür aufgeht. Ich würde sagen, wir fliehen hier erstmal wieder ein bisschen. Erstmal unser Mixer an. Ja, sehr gut. Die Mulinex. Spart auf jeden Fall Munition. Jawohl. Jetzt dürfen wir da nur nicht reinlaufen, dann haben wir ein Problem. Prima.
Das ist hier, die hätte ich schon mal beinahe übersehen. Okay, die Tür ist noch nicht auf. Das heißt, es fehlt noch wahrscheinlich ein blaues Licht irgendwo. Gucken, wo wir das finden. Ich vermute mal, das wird hier oben irgendwo sein. Oder hier lang. Ja, hier können wir es auch. Könnte sein, dass das hier auch ist, weil ich glaube, hier rechts war auch noch ein Stein oder so. Ja, genau da ist er. By Jove, I think you've cracked it. Jawohl. Ich glaube, wir haben's. Die Tür müsste jetzt auf sein. Yes, that's it. Medical magic, do your work. Jawohl. Sesam, öffne dich. Aha, the key to success. Well found, Brigade. Super, wir haben einen Schlüssel. What have you got hidden away then? Also, das muss man sich merken. Man muss auf jeden Fall erst das Schloss aktivieren. Dann muss man die blauen Lichter abschießen. Und dann gehen die Tore auf, die dann, sag ich mal, zu den Schlüssel führen. So, sehr gut. Dann können wir in diesem Fall nach oben und können das Tor öffnen. Jawohl, sehr geil. Truly, a somber moment for the brigade here. Poor Veronica's paid the ultimate price, it would seem. Mm, what a... Well, that's his Knochen gespalten. Nice ammo! Okay, das... Can our heroes pit their wits against this pernicious puzzle? Boah, ich glaube schon. Also, das sieht ja sehr nice aus. Das heißt... So. So. Warte mal, das muss ja... Welche Verbindung muss das denn eigentlich... Mal das so machen. Nee, sieht nicht so gut aus. Nee, das wäre ja ein Paradoxon. Ah, egal, wir lassen das. Sammeln jetzt erstmal die Energie ein. Gucken, dass wir hier reinkommen. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich das Puzzle sogar aktivieren. Vermute ich mal, ne? Aber wir müssen das Puzzle schaffen. Ja, dann geht das sogar. Dann nehmen wir... Wir müssen, dann müssen wir, ne? So. Das muss natürlich in die Richtung. Sehr gut. Jetzt könnt ihr das in die Richtung, das ist aber bescheuert. Dann leuchtet das. Jetzt ist die Frage, was ist Ziel und Zweck der Sache? Ich glaube, so müsste das sein. Der Sinn und Zweck der Sache. Ja, das sieht doch schon gut aus, oder? Oder muss das hier in diesen Stutzen rein hier? Ja,
Wenn das so wäre, dann müsste das ja so sein. Könnten wir das, den nach oben? So. Müssen wir... Nothing to it. Jawohl. Sehr geil. Hinreißende Relikte. Welche unglaubliche Antiquität hat die Strange Bridget hier entdeckt? Ein vollständiges Set dieser ungewöhnlichen Artefakte sollte umwerfende Ergebnisse erzielen, wie das Freischalten einer neuen Amulett macht. Oh, what a splendid time. Wow, nicht schlecht. Sonst noch irgendwie ein bisschen Kohle oder irgendwas? Nö. Okay, und jetzt, hier lösen wir jetzt die Rätsel, das heißt, der Vogel, das ist der erste, der angesprungen werden muss. Und dann... geht's hier weiter. Und von da aus nach da. Und dann müsste es... nach da gehen. Von da aus nach da. Quasi der doppelte. Dann jetzt das Dreieck. Jetzt der Panther. Und jetzt aus wie ein Schlitten. Tja. Okay, passiert aber nichts. Alles klar, ja, dann machen wir das anders. Und zwar, wir fangen... warte mal, ach nee, von da oben komme ich ja. Wir fangen hier direkt an. Genau, jetzt möchte er das Symbol haben. Jetzt möchte er... halt, hat sich das jetzt geändert? Warte mal. Achso, jetzt müssen wir die Messerzeichen. Messerzeichen sind hier. Als nächstes das hier. Dann das Dreieck. Panther. Und diesen komischen Schlitten oder so. Jawohl. Tor ist auf. Das ist schon mal nice. Ja, hier oben sind Katzen. Da leuchtet es rechts. Die Kammer der Königin. Oh. Schwede. Are our heroes too late? Woo. Befreie die Seele. Ja, ich glaube nicht, dass die... dass sie das möchte. Okay, aber jetzt schauen wir mal, ob wir überhaupt zwei Getränke aufsammeln können. Nee, es geht nicht. Oh my! Looks like the local wildlife found Harbin long before the brigade. How gruesome. By the Lord Harry, this can't be good. Oh oh. Okay, Mumien sind nicht ganz so schnell. Das wird wahrscheinlich mehr so ein Geduldsspiel sein. Hoffe ich doch. Oh heavens. Oh Mann, ey. What long forgotten evil have our heroes stumbled upon here then? Will they even find out? Or will this terrifying tomb's residence prove to be too much for the Strange Brigade? Mumifizierter Missetäter, sie erwachen aus ihrem ewigen Schlaf, um dich zu ärgern. Ah yes, rolling, that's a good trick. Ah ja, Rowling, also er beobachtet das auch sehr gut, was ich hier mache. So, wo ist die Mumie? Die Mumie ist entscheidend.
Weil die ja Nekromantik macht, ne? Schön, wie sich da alle vorstellen. So, wir nehmen erstmal einen Trank zu uns. Und wir laden erstmal Munition auf. So, jetzt können wir wieder strukturierter vorgehen. Da rollen, aufpassen. Ja. Noch mal aufnehmen. Kommt der hier? Will euch mal ein bisschen locken. Er hat mich sogar getroffen, das gibt's ja nicht. Er ist eben nach mir geschlagen, oder was? The simple quest to find Harbin reveals a dead horror from ancient times, awoken and set loose upon the world. Fear not, though. The Strange Brigade are on the case. Okay, wir haben ihn gefunden, ja. Super. Mission abgeschlossen, prima. Look how much lovely loot our heroes have liberated here. Das ist doch mal nice. Oh, das klingelt doch mal am Portemonnaie. Haben wir gut gesammelt. So, Freunde, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich würde dann sagen, bis dahin.